Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Bitcoin-Video von mir. Diesmal ungewohnterweise an einem Samstag, weil ich morgen in Urlaub fahre. Und das wird auch ein bisschen kürzer sein, weil ich die nächste Nacht wahrscheinlich nur 3 Stunden Schlaf haben werde. Wir haben hier in der letzten Woche gesehen, dass er unter 30.000 gekommen ist. Ich habe das im letzten Video gesagt, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Unter anderem habe ich das auch als unwahrscheinlich gesehen, weil wir hier so ein hohes Hoch ausgebildet haben. Nichtsdestotrotz ist es passiert. Die Angst ist auch wieder gekommen. Das werden wir gleich nochmal im Fear and Greed Index sehen, die wir uns heute nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und auch das nächste Hoch, was er hier rausgebildet hat, bei ungefähr 35.400, war auch keine besonders starke Leistung. Und in den letzten Stunden haben wir hier noch so einen Abwärtstrend gesehen, den man jetzt auch nicht unbedingt als Zeichen der Stärke interpretieren kann. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Ich habe mir den Fear and Greed Index vom Jahr 2018 angesehen und mir genau angeschaut, wie sich der verhalten hat, wenn er eine längere Zeit relativ weit unten war. Man kann sich hier diese einzelnen Daten rausschreiben, indem man hier nach unten scrollt und dann hier in diesem Link das entsprechende Datum hier einträgt. Und diese ganzen Werte habe ich jetzt hier in eine Excel-Tabelle eingefügt, so wie ihr das sehen könnt. Und jedes Mal, wenn der jetzt hier unter 25 gefallen ist, was beim Fear and Greed Index Extreme 4 bedeuten würde, dann habe ich das hier quasi rot markiert und mir die Tage durchgezählt, wie lange das gedauert hat. Das hier sind nur 3 Tage, die irgendwie nicht dokumentiert worden sind von der Seite. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine Phase, die hat 25 Tage gedauert. Hier sehen wir, dass es immer mal wieder eine Woche war. Und die längste Angstphase hier war vom 8.8.2018 bis zum 20.9. Und das sind insgesamt 44 Tage, also etwas mehr als einen Monat. Und wo wir dann das Minimum im Chart gesehen haben, das war hier im November, auch das ging in etwa einen Monat lang. Wir sind jetzt aktuell in der Phase seit dem 18. Mai, also schon etwas über einen Monat. Und diese Zeiträume habe ich jetzt hier in dem Chart mit eingeblendet, als Form von roten Balken, die ihr hier sehen könnt. Und wenn wir jetzt bei diesen Zeiträumen gekauft hätten, hätten wir jetzt hier bei den dreien hier oben, auch bei dieser besonders langen Angstphase, hätten wir bei ungefähr 6.500 eingekauft und dann etwas später bei dem Minimum ungefähr bei 3.500. Und wenn wir ein bisschen rauszoomen, sehen wir, dass das hier eigentlich auch ein sehr guter Durchschnittspreis gewesen wäre. Also 6.500 wäre ein sehr guter Preis gewesen. Und wenn man natürlich hier nochmal nachgekauft hätte, das wäre auch ein super Preis gewesen. Außerdem fand ich auch die Dauer dieser Angstphasen ziemlich interessant, also dass wir maximal 44 Tage hatten. Und das war ja insgesamt in einem Bärenmarkt 2018. Und wir sind jetzt in dieser Angstphase schon seit dem 18. Mai. Das sind jetzt mittlerweile 38 Tage. Das heißt, das ist ja schon ein sehr seltenes Szenario, was wir hier sehen. Und das ist natürlich keine Garantie, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Aufwärtsbewegung sehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das jetzt hier nochmal bei der 30.000 versuchen und wir werden sehen, ob die hält oder nicht. Sollte es dann trotzdem nochmal unter 30.000 fallen, gehe ich nicht davon aus, dass das dort lange bleiben wird. Aber man muss auch dazu sagen, in der Vergangenheit habe ich oft zu wenig Fantasie gezeigt, was die Unterseite angeht. Von daher sollte man sich da nicht unbedingt auf meine Ansicht verlassen. Das war es dann damit auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Ferien und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, ciao.